Hallo und herzlich willkommen zurück zur Disney Legacy Challenge. Wow, ich habe es mal auf Anhieb hingekriegt, das auszusprechen. Das letzte Mal war es für Snow sehr, sehr turbulent, denn sie ist super viel hin und her gereist, hat versucht, irgendwie Geld aufzutreiben, weil ihre Tampons so teuer waren. Und ich habe einen Kommentar gelesen und fand den richtig, richtig geil. Das war Pleite wegen Tampons, das fühle ich mehr, als ich sollte. Fand ich sehr, sehr cool. Und ja, die Dinger sind auch scheiße teuer. Aber darum geht's hier jetzt gerade nicht. Wir wollen jetzt nicht weiter über Tampons reden. Sie brauchte Geld. Also hat sie viel gegraben, hat geangelt und hat versucht, Blumen zu finden. Und wir haben welche gefunden. Wir haben Rosen gefunden. Danach habe ich Snow etwas Ruhe gegönnt. Sie sitzt jetzt hier und strickt noch ein bisschen. Die letzten 2 Tage hat sie so ein bisschen ruhig gemacht. Sie hat in Ruhe den Haushalt gemacht, hat viel mit Sansa gemacht. Graham hat sie mehr oder weniger so ein bisschen in Ruhe gelassen. Und Snow hat sich viel ihrem Hobby gewidmet und hat viel gestrickt, wo sie hier auch gerade noch bei ist. Und ratet mal, wer da ist. Tada! Graham ist da. Wie soll es auch anders sein? Wunder, wunderschön. Und ich wurde gefragt, warum die Merkmale hier grau sind. Das liegt am Meaningful Stories Mod. Der nimmt so diese Intensität von diesen Gefühlen so ein bisschen raus. Einfach weil, selbst wenn irgendwie was Schlimmes passiert, ein Sim gestorben ist oder so, dann sind die meistens nicht traurig, weil die dann total energiegeladen sind wegen dem Deko. Wegen der Deko, die irgendwie im Raum ist. Und das ist einfach zu krass. Und deswegen habe ich halt den Meaningful Stories Mod. Meaningful Stories Mod drin? Also irgendwie sowas. Ich verlinke den unten mal in der Videobeschreibung. Und deswegen sind die Sachen hier so grau. Ja, Graham, was willst du eigentlich hier? Was stehst du hier so komisch rum? Wir schicken ihn mal nach Hause. Ich glaube, wir schicken ihn mal nach Hause. Und unsere Rosen sind gewachsen. Ich freue mich da einfach so krass drauf. Und wir sollten ihn mal bewässern. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank, Graham. Schön, dass du da warst. Und wir werden hier alles verkaufen. Wir sind immer noch bei 2000. Ich habe ihre Verhütungsmittel und so weiter mal aus dem Baumodus geholt, weil die sind per Post irgendwie einfach nicht angekommen. Keine Ahnung, woran das liegt. Wochenende ist nicht. Eigentlich müsste die ausgeliefert werden. Vielleicht hat DHL die verloren. Also nichts gegen DHL. Ist so das Erste, was mir eingefallen ist gerade. Sie nimmt die Anti-Babypille. Da hat sie schon eine von genommen. Da habe ich ihr schon eine gegeben. Das heißt, sie ist jetzt auf hormoneller Verhütung. Das heißt, wenn sie jetzt ein Techtelmechtel hat, kann sie auch nicht schwanger werden. So wie mir das gestern im Generations-Gameplay passiert ist. Sie ist schon relativ weit beim Stricken. Sie ist, glaube ich, schon Level 5. Genau, Level 5, fast Level 6. Und ich finde das richtig, richtig toll. Weil wir müssen jetzt so ein bisschen uns um ihre Hobbys kümmern, weil ihr auch so viele Wünsche habt, was sie alles leveln kann und so, bevor sie Kinder hat. Weil ich glaube, da kommt sie halt wirklich zu nichts mehr. Und ich habe auch rausgelesen, dass ihr wollt, dass wir das Geschlecht der Kinder dem Zufall überlassen. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich habe auch nochmal nachgedacht über diese Kräuterkunde-Fähigkeit. Wir können gerne mal Urlaub in Granite Falls machen, aber ich glaube, das mit der Kräuterkunde machen wir bei Snow nicht. Das können wir bei jemandem machen, der nicht ganz so viele Kinder bekommen muss. Also eventuell bei Cinderella oder bei Tiana oder so. Bei Tiana kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, weil es ja irgendwie auch so mit Kochen zu tun hat, dass sie irgendwie so ihren Kräutergarten hat und dann immer die Sachen in den Kühlschrank packt und mit diesen frischen Zutaten dann kocht eventuell. Dass wir das dann vielleicht mit Tiana einfach machen. Also können wir uns dann immer noch überlegen, aber ich glaube, für Snow wäre das zu stressig, wenn sie dann halt ihre 7 kleinen Knirpse hat. Oder Knirpseninnen. Und Sansa liegt wieder auf der Couch. Aber ich glaube, das findet Snow gar nicht so schlimm. Achso, und durch den Wonderful Whims Mod, den verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung, hat nämlich auch einige nachgefragt, hat sie 2 neue Charaktermerkmale bekommen. Einmal liebend. Liebende Sims sehnen sich nach Intimität. Ach, Snow, wäre mir gar nicht aufgefallen über die letzten Folgen. So dauerromantisch, wie du immer bist. Leben, um Freude zu erleben und sind sehr leidenschaftlich. Ach nee. Dennoch riskieren sie mit ihrem Wunsch, die Liebe in anderen zu wecken, ihre eigene Identität zu verlieren und erscheinen oberflächlich. Und unschuldig ist sie. Die Positivität und das Glück unschuldiger Sims hat eine große Macht, andere zu erheben. Aber sie können sehr kindisch wirken. Und ihre optimistische Perspektive lässt sie zu naiv erscheinen. Ich finde, diese beiden Sachen passen so perfekt auf Snow, also mit dem Oberflächlich jetzt vielleicht nicht so, aber dieses liebend und unschuldig finde ich richtig, richtig gut, dass das Spiel alleine generiert, also der Mod hat das alleine generiert durch ihr Verhalten, so, weil sie halt viel Haushalt gemacht hat und halt viel mit Sansa Gassi war und immer liegt da dieser Teller, räum den bitte auf. Wobei, komm,
Ich pack den hier in die Spüle für dich. So, es ist Donnerstagabend. Du bist arbeitslos und wollen wir irgendwas unternehmen? Weil du warst jetzt 2 Tage nur zu Hause und hast eigentlich gar nichts gemacht. Und wollen wir irgendwo hinreisen? Finde ich eigentlich ganz nett. Denn, Snow, musst du mal ein bisschen schneller stricken. Und wir haben Wäsche gewaschen. Und wir haben Wäsche gewaschen. Jetzt habe ich mich an meine eigene Spucke verschluckt. Ich habe da eine Stechpalme reingetan und dann ist was Wundervolles passiert. Guckt euch mal die Qualität an. Sauberkeit, sauber. Das erste Mal ist es sauber. Und Trockenheit, trocken und warm. Das heißt, wir können die Wäsche abnehmen. Das finde ich richtig toll. Das ist die erste Wäsche, die was geworden ist bei uns. Ich freue mich. Wie sie hier tänzelt. Sie hat doch schon einen Pullover gestrickt, also einige Sachen habe ich dem Kleiderschrank hinzugefügt und nicht mehr Plops hier angeboten, dass sie halt auch für sich und ihre Familie dann halt auch was strickt und für ihre Kinder vielleicht schon mal was vorstrickt oder so. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und dann können wir sie natürlich auch nochmal umstylen, dass sie auch was trägt, was sie selber gestrickt hat. Das finde ich nämlich auch irgendwie ganz schön. Gartenfähigkeit 2. Snow, ich bin so stolz auf dich. Aber düngen können wir noch nicht, ne? Gartenfähigkeit 3. Weil ich habe schon Kacke gesammelt von Sansa. Nachdem sie den ersten Haufen gefressen hat, habe ich den zweiten eingesammelt. Und damit können wir dann hier super unsere Rosen düngen. Weil je weiterentwickelt die sind, desto mehr Kohle bringen die. Achso, und Dankeschön, dass du Wäsche machst. Und ihr wolltet, dass wir die Kuhpflanzenbeere anpflanzen. Packen wir die mal hier hin. Gucken mal, dann kannst du sie pflanzen und ja, zweiter Wachhund. Einfach ein zweiter Wachhund. Bin ich mal sehr gespannt, wie lange die braucht, um groß zu werden. Es ist ja nicht meine erste Kuhpflanzenbeere. Im Generationsgameplay hatten die auch schon ein, zwei. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Das ist schon zu lange her tatsächlich. Kannst du die? Guck mal, alle gießen. Finde ich schön. Und dann müssen wir uns überlegen, wo wir eventuell hinreisen wollen. Weil du kannst ja nicht hier nur in deiner Hütte hier versauern, Snow. Wir müssen irgendwie was unternehmen und Abenteuer erleben und uns immer noch einen Baby-Daddy suchen. Wobei ihr ja schon einige Favoriten habt. So, wo wollen wir hin? Schwimmbad wäre schön, Café wäre schön. Die ganzen Sachen habe ich halt auch nicht neu platziert. So ein paar Sachen habe ich neu platziert. Ein Restaurant, eine Bar, ein Nachtclub, ein Café. Da waren wir ja, glaube ich, schon, oder nicht? Hier waren wir auch schon. Ich glaube wirklich, ich muss noch ein paar neue Sachen platzieren. Weil hier zum Beispiel haben wir jetzt auf Twitch ein Freibad gebaut. Und oh mein Gott, ich bin einfach so stolz auf dieses Freibad. Es ist so gut geworden. Ich meine, es ist, ja, es ist Eigenlob. Es tut mir auch schrecklich leid. Aber ich bin so froh um dieses Freibad, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich so zufrieden damit sein könnte. Weil ich dachte, das kriege ich nie hin, weil. Ja, ich einfach keine Ideen hatte. Und dann haben wir so viel ausprobiert und jetzt ist es zusammen mit der Community super schön geworden. Und wenn ihr auch mal auf Twitch dabei sein wollt und mir zusehen wollt, wie ich Grundstücke baue, folgt mir gerne auf Twitch. Schaut gerne mal rein. Ihr könnt auch zuschauen, ohne dass ihr euch bei Twitch anmeldet, falls ihr einfach nur mal reinschnuppern wollt. Und würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ich dachte mir, wenn Snow dann Kinder hat, ja, Galerie, verbinde dich bitte. Hier ist es. Können wir mit den Kindern auch ins Freibad gehen? Weil bis dahin ist ja Sommer, hoffentlich, denke ich mal. Weil wir haben eigentlich relativ viel Zeit mit Snow, bis sie Kinder, also bis sie alle Kinder bekommen muss. Aber Freizeitpark, bzw. hier Waterpark habe ich das genannt, weil ich benenne die immer Englisch. Finde ich richtig, richtig gut. Und das wird super schön, da mit den Kindern dann hinzugehen. Und Snow soll jetzt sofort Kinder haben. Ja, ich presche schon wieder viel zu weit vor, so weit sind wir noch gar nicht. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich noch sagen. Vor lauter Eigenwerbung weiß ich das nicht mehr. Ja, also ich glaube, ich habe nur in Windenburg bisher neue Sachen platziert. Also sollten wir auch in Windenburg erstmal bleiben. Vielleicht gehen wir einfach mal in den Nachtclub, weil eigentlich ist das ja nicht so das, was Snow gerne möchte. Aber ich glaube, sie möchte einfach so ein bisschen unter Leute sein und nicht immer nur Graham sehen, weil sie ist Graham zwar super dankbar und so, aber ich glaube, er klammert halt auch ein bisschen zu sehr. Und deswegen wird sie einfach gucken, dass sie ein paar neue Leute kennenlernt. Hier, Aiden, Jackson lädt sie einfach mal ein und ja, sie lädt Graham auch ein. Dass sie als Gruppe vielleicht mal was unternehmen. Oh mein Gott, sie lädt 3 Männer ein. Dann ist das so. Hui, wir sind da. Und hier sind 2 Wuhu-Büsche. 4 Wuhu-Büsche. Ich werde bekloppt. Ja, die machen aber nichts von alleine, oder? Und ein Bett. Sag mal, ist das hier ein. Oh, Tauben. Finde ich schön. Ich mag Tauben. Kuru. So, wo können wir hier tanzen? Was rufst du denn? Achso, oh Gott, ich dachte schon, irgendwas sei passiert. Guck mal, hier können wir tanzen. Perfekt, guck mal. Dann
tanzen wir. Wir tanzen zusammen und haben einfach ganz viel Spaß. Sorry, dass ihr jetzt meine engelsgleiche Stimme ertragen musstet. Und wir waren das letzte Mal hier im Café drinne. Ist aber auch ein schönes Café. Finde ich richtig, richtig schön. Sogar so mit Außenbereich, dass man so das rausreichen kann. Das finde ich schön. Da hat sie hier noch gesungen. Yay, seht die Tanzfähigkeit erworben. Snowy, willst du dich nicht umziehen? Guck mal, du hast doch ein Party-Outfit. Dann nimm das Party-Outfit. Wow. Sie sieht so altbacken aus. Sie sieht nicht aus wie 20. Also in meinem Kopf ist sie halt so um die 20. Dann tanzt sie da mit ihren Männers. Oh, wollt ihr? Tanz in der Runde. Oh mein Gott, ja. Ich finde das immer so cool. Wenn die Sims das machen. Geh da weg. Wir wollen Tanz in der Runde machen. Komm, wir machen Tanz in der Runde. Tanz in der Runde. Tanz in der Runde. Oh, Graham. Komm, wir wollen Tanz in der Runde machen. Hör auf zu quatschen. Geh weg hier. Brand, du kannst ja jetzt nicht tanzen. Wir wollen Tanz in der Runde machen, okay? Oh, Snowy wartet schon. Kommt, Leute. Tanz in der Runde. Oh ja. Aiden. Okay, Aiden hat keinen Bock. Wupp. Da. Ich finde das toll. Yay. Ist das dein Ernst? Snow, du kannst sie doch nicht saugen. Snow, hör auf damit. Okay, Aiden, ist das wahrscheinlich einfach zu viel. Aiden und Jackson verstehen sich ja auch ganz gut. Das finde ich schön. Was macht... Nein. Warum macht... Nein. Soll ich es abbrechen? Ich weiß nicht, ob ich es abbrechen soll. Warum? Warum wollt ihr jetzt ein Techtelmechtel machen? Seid ihr... Es ist keine Romanze zwischen euch geplant. Okay. Ich lasse die beiden Techtelmechteln. Ich lasse es zu. Wir sagen, die beiden haben einfach was getrunken und die beiden sind ja sowieso ständig flirty. Und ich mag ja eigentlich sowas, wenn das Spiel sowas zufällig entscheidet, nicht so beeinflussen. Und deswegen lasse ich es zu. Oh mein Gott, nein. Das darf nicht wahr sein. Ich bin so froh, dass wir vorher gesagt haben, sie nimmt die Pille. Weil noch ein Kind ertrage ich nicht. Also nicht besser, noch ein Kind, sondern im anderen Let's Play ein Kind. Gott sei Dank hat sie die Pille. Okay, dann habt Spaß und dann, ja, ganz, ganz wundervoll. Das war ein Fehler, oder? Das war ein Fehler. Vielleicht reden die dann am nächsten Morgen noch einfach drüber und sagen sich, ja, hat sich nicht richtig angefühlt und... Okay, sie bleibt jetzt hier liegen und schläft. Das finde ich ja sehr schön. Und Graham läuft hier jetzt rum. Warum geht ihr direkt wieder? War ich nur irgendeine Nummer für dich? Warum gehst du jetzt hier nackt tanzen? Also halbnackt. Oh nein. Ich weiß, ich hätte es abbrechen können, aber wie gesagt, ich finde es schön, wenn das Spiel einen so überrascht. Wie er sich feiert. Oh Mann, Graham. Ihr solltet nur beste Freunde sein, Mann. Ihr solltet doch einfach nur beste Freunde sein. Oh, Snow. Vielleicht sollten wir einfach fahren. Oh mein Gott. Aber das müsste denn jetzt eigentlich nur da stehen, weil die Möglichkeit besteht, dass es kein hundertprozentiger Schutz ist, richtig? Dann verwende das mal. Oder kannst du sogar baden. Das finde ich schön. Dann nimm mir ein Schaumbad. Und was zu futtern? Gibt es hier was zu futtern? Snow. So wild war die Party doch gar nicht. Ich glaube, Snow verträgt nicht viel. Kacke! Snow war jetzt sehr lange noch tanzen. Das ist irgendwie nach 3 Uhr. Und sozial und Spaß ist auf jeden Fall hoch. Sie ist glücklich, sie fühlt sich wohl. Und ich freue mich auch sehr für sie. Und oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Okay, vielleicht wird ihr gerade auch ein bisschen schlecht. Dann, ja, mir auch gerade. Ich bin so aufgeregt. Nein, wir gehen jetzt einfach nach Hause, würde ich sagen. Du musst unbedingt was essen und dann wirst du schlafen. Was hältst du davon? Sehr schön, sie hat sich eine Jacke angezogen. Haben wir hier irgendwelche Leute, mit denen man sich eventuell noch anfreunden könnte? Ich weiß nicht, vielleicht möchte sich Snow auch nicht so mit Frauen anfreunden, weil sie immer so ein bedrückendes Gefühl hat, weil sie darf ja zum Beispiel auch nicht mit alten Frauen reden. Und dass sie das so irgendwie so auf alle Generationen so ein bisschen überträgt und sich einfach so ein bisschen besser mit Männern versteht. Ist das nachvollziehbar?
Okay, ist noch. Oh, ich habe so Angst, dass sie irgendwie an Rasseln oder sowas denken. Ich habe so Angst. Aber eigentlich müsste das ja eigentlich gut funktionieren. Snow kümmert sich früh genug um ihre Verhütung. Es dauert 3 Tage, bis die Antibabypille ihre volle Wirkung entfaltet. Heißt das, sie kann jetzt theoretisch doch schwanger sein? Heißt das, sie kann schwanger sein? Ja, Spiel, Geburtsmeldung. Ja, sag mir eine Geburtsmeldung. Willst du mir irgendwas sagen, Spiel? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Sie muss die 7 Kinder von einem und dem. Ist das jetzt? Von ein und denselben Vater bekommen. Das heißt, wenn Graham sie jetzt geschwängert hat, wird Graham ihr Ehemann. So, wenn du sie schwängerst, musst du sie heiraten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ist was. Dann fütter Sansa, kannst dich nochmal um deine Rosen kümmern. Ja, erforsch mal. Erforschen finde ich nicht schlecht, weil dann kannst du nämlich düngen, dann leveln wir das noch ein bisschen. Und eigentlich bist du müde. Ja, dann gehst du danach schlafen. Eigentlich wollte ich sie eventuell noch stricken schicken, aber das machen wir dann doch lieber nicht. Ah, jetzt hat sie nicht aufgegessen. Okay, dann kommt das halt wieder zurück in den Kühlschrank. Oh mein Gott, hat sie gerade an eine Rassel gedacht? Hat sie gerade an eine Rassel gedacht? Können wir noch einen Schwangerschaftstest machen? Oh nein. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich einen Schwangerschaftstest machen soll oder ob wir das. Oder ob wir davon ausgehen, dass Snow keinen macht, weil sie nicht damit rechnet, dass sie schwanger wird und einfach sagt so, und sie das irgendwie selber herausfindet. Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, jetzt bin ich ganz zimmelig. Sagt mir, ob ich einen Schwangerschaftstest machen soll oder nicht. Oh mein Gott, du kannst Sansa zum Fressen rufen und füttern. Und unsere Rosen sind fertig. Du kannst alle verkaufen. Das finde ich auch sehr schön. Und dann kannst du das komische Kram hier essen, was ich am Abend zuvor in den Kühlschrank gepackt habe. Eier und Toast essen. Bitte, Dankeschön. Ah, wir haben ja hier auch einen Pulli gestrickt. Der ist. Das ist eine schlechte Qualität. Wir fügen den mal zum Kleiderschrank hinzu, weil ich finde den eigentlich total drollig. Ich finde ihn super drollig. Kann man den jetzt auch anziehen? Das finde ich ja super cool. Ich hatte das bisher nur, dass die Stricksachen auch wirklich was geworden sind. So in schlechter Qualität hatte ich noch nie was. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, Sansi, wir kommen ja schon. Wir kommen ja schon. Guten Appetit, Sansi. Wir füttern dich jetzt. Oh, ich liebe Snow. Ich mag ihr Nachtoutfit total gerne. Das ist so ein softes Gelb. Ich finde das voll schön. Und dann zog sie sich um. Naja, ist ja auch richtig, dass sie hier nicht in Schlafsachen rausgeht. Wir brauchen bestimmt auch wieder Wäsche, genau. Oh, warum flattern denn da Schmetterlinge? Taschen durchsuchen. Das ist ja cool. Wir müssen ja erstmal wieder Stechpalme hinzufügen. Erst wieder Stechpalme hinzufügen. Das hat das letzte Mal so gut geklappt. Essen hinzufügen? Nee. Also eine Stechpalme hat super funktioniert. Und dann werden wir Wäsche waschen. Das ist ganz gut, denke ich. Und dann musst du, glaube ich, auch mal wieder Pipi machen. Musst du den Teller immer hier stehen lassen, Snow? Immer muss ich hinter dir herlaufen. Kein Wunder, dass deine Tochter dann irgendwann den Haushalt übernimmt. Okay, jetzt geht's die Wäsche waschen. Oh, das ist voll schön mit den Schmetterlingen. Ich finde das so toll. Ich hatte ja auch gefragt, wann wir denn eventuell eine Waschmaschine holen können. Und ihr meintet so ab 5000 Simoleon Haushaltskasse oder ab 10.000 Simoleon, dass sie ab dann elektrische Geräte holen darf. Also abgesehen hier von Kühlschrank und Herd natürlich, also die Sachen, die sie schon hat. Und einige meinten auch eventuell ab dem ersten oder zweiten Kind, dass sie das dann darf, weil denn ja wirklich sehr, sehr viel Wäsche anfällt. Gerade bei kleinen Kindern. Man kennt's, die kleckern. Die pupen sich in der Box und dann muss man doch häufiger mal Wäsche waschen, als wenn man alleinstehend ist. Ich wasche und ich wasche den lieben langen Tag. Ich wasche und ich bügel, obwohl ich nicht mehr mag. Die Sansa hilft mir gar nicht, das wird mir bald zu dumm. Und ich den schmeiß den Haushalt und jammer nur hier rum. Oh, ja, Snow, du machst das aber gut. Du machst das gut. Guck mal, unsere unsere Kuh, Baby-Kuh-Pflanzenbeere. Ist schon ein bisschen gewachsen, nur die hat schon kleine Näschen. Oh, das ist süß, das ist süß. So, jetzt kannst du die Wäsche aufhängen. Ist immer noch benutzt, das geht doch nicht und klatschnass. Okay. Und ich dachte, ich hätte den Dreh, was die Wäsche angeht, langsam raus. Nein, habe ich nicht. Ach, wir hängen jetzt einfach nasse, schmutzige Wäsche auf die Wäscheleine. Und das ist einfach wunderschön. Wir tauschen das Wasser aus. Können wir dich noch irgendwie gießen? Nö. Oh, wir können unserer Kuhpflanzenbeere oder unserer Kuhpflanze einen Namen geben. Schreibt gerne einen Namen in die Kommentare. Und dann benenne ich die Kuhpflanze in der anderen, also in der nächsten Folge um. Was auch noch genannt wurde, dass Snow eventuell hier so Blumenarrangements herstellen kann. Das finde ich auch super, super schön. Chrysantheme, oh ja. Weiße Chrysantheme. Wir haben keine Chrysantheme. Das geht nicht. Das geht nicht. Haben wir irgendwas? Stechpalme haben wir doch. Oh! Guck mal, wir können Stechpalme machen. Das finde ich schön. Dann kann sie damit vielleicht auch anfangen. Oh, wie das tropft. Hängt ja zum Glück draußen, ne? Hängt ja zum Glück draußen. Ah, und Pipi musst du auch mal. Oh, da steht immer noch Schwangerschaftstest machen. Snow hat eine Antibabypille genommen. Ja, schön, das freut mich. Aber wenn die nicht hilft, bringt uns das nichts. Es dauert 3 Tage.
noch 24 Stunden. Heißt das, ab dann ist die Pille erst wirksam? Oh Leute, ich trau mich nicht. Okay, ist einfach verwenden. Wann hatten die Techtelmechtel? Abends irgendwann, ne? Das heißt, abends irgendwann müsste dann sein so, hallo, ich bin schwanger. Oder es passiert einfach nichts und dann wissen wir auch, sie ist nicht schwanger. Aber sie rechnet ja jetzt auch nicht damit. Dass sie Gesundheit. Dass sie ein Kind unterm Herzen trägt. Graham hat sich den ganzen Tag übrigens noch nicht gemeldet, wollte ich einmal festhalten. Er hat sich nicht gemeldet. Schämt er sich eventuell ein bisschen? Weiß er jetzt nicht mehr, wie er mit Snow umgehen soll? Oder ist er einfach nur beschäftigt? Gesundheit. Oh, Snowy ist so süß. Das sieht schon voll schön aus. Wir können das eventuell dekorativ ins Haus stellen. Das finde ich schön. Und natürlich verkaufen. Schneid dir nicht in die Finger. Oh. Oh, Snow. Oh, bist du schon fertig? Oh, schön. Makellos. Nee, Qualität schlecht. Oh, Hauptsache, ich freue mich zuerst. Können wir die irgendwo hinstellen? Wir haben keinen Platz mehr irgendwo. Wir haben keinen Platz mehr. Ja, wir müssen hier leider was verkaufen. Wir verkaufen das hier. Und dann können wir das da oben draufstellen? Nein, können wir nicht. Oh, no. Ich wollte das doch irgendwo draufstellen. Jetzt geht's. Schaut euch das an. Kann man hier die Vasen ändern? Ich habe das noch nie wirklich erforscht, das mit diesen Blumenbinden. Können wir damit irgendwas machen? Verkaufen, auf Plopsy anbieten? Eine Vase hinzufügen, ja! Eine Frühlingsvase. Ja, füg eine Frühlingsvase hinzu. Ich freue mich. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Snow, komm! Nein, Snow! Snow, Snow, Snow! Komm hierher, bitte. Und dann... Hast du schon... Oh, wie schön, das hat sie selber gemacht. Oh, mach mal ein Foto davon. Das ist ja voll schön. Danke an die Person, die die Idee hatte. Oh mein Gott, das ist so cool. Dann machen wir da jetzt ein Foto von. Wir machen mal ein paar mehr von, weil wir können die Fotos auch verkaufen. Das geht auch, das bringt auch Geld. Nicht viel, aber es bringt ein bisschen Geld. Das finde ich voll schön. Oh mein Gott, sie sind einfach alle nichts geworden. Mach bitte nochmal Fotos. So, und dann machen wir jetzt nochmal 5 Fotos. Und ich hoffe, die werden was. Qualität normal, immerhin. Guck mal, dann können wir den Rest verkaufen und wir kriegen, wow, 27 Simoleon dafür. Möchtest du eventuell auch ein Selfie von dem machen? Das können wir auch aufhängen, dann wird das Haus noch persönlicher. Das finde ich voll schön. Guck mal, das kannst du im blauen Rahmen hinzugeben. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Ich finde das voll schön. Okay, sie ist auch nicht mehr unwohl. Das finde ich perfekt. Weil dann können wir jetzt ein Selfie machen. Zum Sonnenstudio gehen. Baby der Wissenschaft spenden? Behandlung der Unfruchtbarkeit, zum Sonnenstudio gehen, Periodentracker. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, hat das schon mal irgendjemand ausprobiert? Das finde ich ein bisschen arg krass. Snow, mach ein Foto. Yay! Vielleicht nicht mit dem Mülleimer im Hintergrund. Vielleicht so mit dem Blümchen so ein bisschen. Das finde ich irgendwie schön. Das finde ich schön. Eigentlich müsste sie auch mit Graham nochmal zusammen ein Foto machen oder so. Das finde ich auch nicht schlecht. Yay, da wird alles so ein bisschen persönlicher und ich liebe das. Guck mal, wir können so ein Ding hier auch aufhängen. Dann müssen wir das nicht verkaufen. Yay! Hier auch Rahmen hinzufügen. Blau. Ich finde es toll. Das hängen wir vielleicht hier in die Mitte und dann kann da auch noch ein Foto hin. Willst du von Sansa ein Foto machen? Hier, mach mal von Sansa ein Foto. Hier, das geht doch hier. Simstagram Tier. Komm, Simstagram Tier. Wow. Dichter können wir nicht ran. Das ist ja jetzt nicht so beeindruckend, aber wir machen da jetzt trotzdem einfach ein Foto von. So. Dass man da auch nicht näher ranzoomen kann, das ist ja voll schade. Willst du vielleicht hier hingehen und das nochmal versuchen? Und dann hier Simstagram-Tier. Sind wir dann dichter dran? Das Lichterfest hat begonnen. Oh no! Snow, jetzt sind deine Füße im Weg. Oh, aber ich glaube, das ist auch nicht näher dran, ne? Das ist trotzdem so weit weg. Schade. Schade. Vielleicht muss ich mit dem Postplayer ja auch mal ein paar Bilder machen. Dann können wir hier ein paar Postplayer-Bilder aufhängen. Weil die finde ich immer wesentlich schöner. Aber dann haben wir von Sansa immerhin auch schon mal ein Bild. Hier, guck mal, blau. Ich freue mich. Oh mein Gott, es ist abends. Es ist abends. Das heißt, wir erfahren bald, ob Snow schwanger ist. Im Grunde müsste ich ja auch keinen Schwangerschaftstest mehr machen. So, jetzt kann es halt auch jede Minute soweit sein. Ich meine, wann hatten die ein Techtelmechtel? 22 Uhr oder so? Leute, drückt alle ganz, ganz fest die Daumen, dass Snow nicht in Erwartung ist. Ja, wir müssen... Ist mir ein bisschen eingefallen, was ich sagen wollte vom Ladebildschirm. Ich wollte sagen, dass wir viel Zeit mit Snow haben, weil ich die Alterung relativ hochgestellt habe. Die habe ich individuell eingestellt mit den MC Command Center Mod. Wegen meinem Generations-Gameplay, dass sie da nicht so schnell altern, weil wir ja da die Haushalte wechseln und wir sonst von den 50 damit bekommen. Das kann ich leider nicht pro Spielstand einstellen, deswegen ist Snow so lange eine
junge Erwachsene. Deswegen haben wir aber auch ein bisschen mehr Zeit, was das Kinderkriegen angeht. Wenn ihr das ganz doof findet, könnte ich auch eine eigene Einstellung für die Disney Legacy machen. Schreibt das auch gerne unten in die Kommentare, ob ich die Alterung wieder auf normal stellen soll für die Disney Legacy oder ob das okay für euch ist, dass wir ein bisschen mehr Zeit mit den Sims haben, weil sonst wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn es noch jetzt schon schwanger ist, nur halt vom falschen Mann. Ich bin wie immer super gespannt auf eure Kommentare. Ich werde die Folge jetzt an der Stelle auch beenden, weil ich will spannend machen. Ich will erst eure Reaktion wissen, ob ihr eventuell wollt, dass Snow jetzt schon schwanger ist oder nicht oder was ihr von dem ganzen Drama mit Graham haltet, weil... Also ich für meinen Teil hoffe einfach sehr, dass sie noch nicht schwanger ist, weil das passt nicht in meine Story rein, okay? Ich habe mir ja was dabei gedenkt. Ballert eure Vorschläge, eure Ideen gerne in die Kommentare. Und über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ganz, ganz viel Eigenwerbung und bla. Tut mir leid. Ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende und freue mich, euch bei einem anderen Video von mir wieder begrüßen zu können. Bis dahin. Bye bye.